schon, das sind jetzt aktuelle Plakate, die auf unsere anstehenden Veranstaltungen hinweisen. Sie müssen sich vorstellen, dass wir diese bis zu 50.000 Karten pro Jahr über eine Vorverkaufsstelle bisher abgewickelt haben im Rathaus. Und gerade wenn der Vorverkauf dann startet, dann knubbelt es sich im Rathaus. Und die Wartezeit ist dann so 2 bis 3 Stunden für die Leute. Und da haben wir gesagt, das ist ein Punkt, den müssen wir verbessern. Und insofern haben wir uns dann dran gegeben und haben versucht, jetzt ein Ticketing einzuführen. Wir haben mit vielen Unternehmen der Branche gesprochen und und jetzt sind wir durch. Und, werden Sie gleich ja darauf zu sprechen kommen, auch das Ticketsystem. All diese Dinge finden wir aus politischer Sicht sehr erfreulich. Also das war, wir machen ein sehr gutes Programm über viele Jahre. Ich habe gehört, meine Vorgängerin hat mit 20 Veranstaltungen angefangen und wir sind jetzt schon bei knapp 90 pro Jahr und eigentlich mit den gleichen Menschen, also mit 3 bis 4 Menschen. Und irgendwann war es auch klar, dass wir auch online gehen müssen, um auch die ganze Vorverkaufsstelle im Rathaus ein bisschen zu entlasten, weil es geht einfach nicht, dass ein Mensch oder zwei 40.000 Karten im Jahr verkauft. Also das geht schon, aber es ist natürlich nicht sehr kundenfreundlich. Somit haben wir es eingeführt. Ich habe gestern Abend dann das Programm online gestellt, habe es noch keinen gesagt und wir sind ja hier unter uns. Heute Nacht bis eben haben schon 138 Leute über dieses System, obwohl sie es eigentlich gar nicht wissen, schon Abos bestellt und das ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Also dass jetzt schon das so angenommen wird. Und man kann sich schön dann anschauen, woher die kommen. Und natürlich, die meisten kamen nicht aus Karst, sondern eben aus dieser umliegenden Region. Und das wird für die Menschen auch in Zukunft viel einfacher sein. Das habt ihr vorhin auch gesagt, dass ihr junge Leute ansprechen wollt. Ein Problem ist, dass viele junge Leute gar nicht mehr Bock auf Kultur haben. Die gucken auf YouTube, die hängen da zu Hause rum. Man geht ungern ins Theater. Und der Herr, der da vorne sitzt, der sagte vorhin auch noch mal zu mir, Ingo, erzähl das doch mal. Und jetzt passt das eben ganz gut rein. Er hat mich nämlich, als ich das vorletzte Mal hier war, angerufen, hat gesagt, pass auf, ich gehe immer in die Schule, ich gehe immer in die Schulklassen und ich nehme immer einen Künstler mit, der einfach mal ein bisschen was erzählt. Und da bin ich mitgekommen und da hatte ich dann, was war das für eine Klasse? 10, glaube ich. Eine 10, genau. Die saßen da erstmal und wussten gar nicht, was sie erzählen sollen. Und die habe ich dann ein bisschen aufgemischt und die waren dann auch abends alle hier und denen hat es auch Bombe gefallen. Und so kann man wieder neue Leute generieren. Das heißt, das finde ich eben auch, das kenne ich auch aus keiner anderen Stadt, dass man eben nicht wartet, dass die Jugend zu einem kommt, sondern dass man was dafür tut, dass man zu der Jugend hingeht und sagt, hier, das ist cool, das ist toll, auch wenn ihr es nicht kennt. Und dazu gehören auch solche Sachen eben. YouTube, also sowas auf YouTube zu senden, Facebook, Twitter, Daten sammeln, Newsletter schicken, so eine Online-Geschichte und so weiter. Also kann ich auch nur aus Künstlersicht sagen, à la Bonheur, die Herren. An Sie nochmal, Herr Hauschmann, herzlichen Dank für die Blumen. Das hören wir natürlich auch gern. Das ist eine super Werbung, die Sie machen für unser Albert-Einstein-Forum, für unser Kleinkunst-Kabarett-Programm und für die Arbeit, die hier reingesteckt wird. Das nehmen wir gerne mit und das ist eine exzellente Motivation, so weiterzumachen. Und herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank, dass Sie da sind.